Wir werden hier alle parlamentarischen Geflogenheiten eingerissen von den Parteien bzw. deren Fraktionen. Das ist ein Trauerspiel und das ist ein Tiefpunkt des Parlamentarismus des Thüringer Landtages. Eine Schande, die die Kartellfraktionen hier veranstalten. Ich war gestern mit 1400 Leuten bei Twitch und mit 700 Leuten bei D-Live live dabei, als sich eigentlich der 8. Thüringische Landtag hätte konstituieren sollen. Aus der Konstitution des Landtags wurde, wie eigentlich auch schon angekündigt, durch den Eklat, provoziert durch CDU und BSW, nichts. Und ja, die einhellige Meinung war, dass das eine Farce gewesen ist und einer Demokratie wie in Deutschland hier völlig unwürdig. Die Leitmedien sehen das natürlich ein wenig anders. Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen Newsküche. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, 5,5 Stunden saßen wir gestern zusammen. 5,5 Stunden, die wir uns wirklich die konstituierende Sitzung des 8. Thüringischen Landtags angeguckt haben. Und, wie schon vor dem Stream gesagt, kam es auch gestern zum Eklat. Denn das, was wir dort sehen konnten an Respektlosigkeit von seitens der CDU und auch des BSW gegenüber dem Alterspräsidenten Jürgen Treutler von der AfD, der nicht einmal seine Eingangsrede ununterbrochen halten durfte und konnte, ja, das schlug letztendlich wirklich jedwedem Fass den Boden aus. Denn schon nach 10 Minuten musste die Sitzung unterbrochen werden, weil die CDUler bzw. Abgeordnete der CDU und auch des BSW sich ständig selbst das Wort erteilten und ihm ständig in die Rede gefallen sind und ihm gesagt haben, wir wollen jetzt über die neue Geschäftsordnung des Landtags abstimmen. Und das war auch der Knackpunkt bei der ganzen Sache, denn die CDU und das BSW wollten die Geschäftsordnung des Landtages ändern, bevor der Landtag sich konstituiert hat. Und die herrschende Meinung ist, dass der Landtag dann konstituiert ist, wenn der Alterspräsident die Schriftführer ernannt, die Anwesenheit der Abgeordneten und die Beschlussfähigkeit des Parlaments festgestellt hat und das ist der Punkt an der ganzen Sache, ein Landtagspräsident oder eine Landtagspräsidentin dann auch gewählt worden sind, an die er seine Proforma-Rechte dann abgeben kann. Das wiederum wollten CDU und BSW nicht. Denn was die CDU und das BSW hier vorhatten, war, dass sie, und hier seht ihr noch einmal den eigentlichen Ablauf einer Konstitution eines Landtages beziehungsweise den Ablauf der konstituierenden Sitzung des Thüringischen Landtags, was die CDU und das BSW vorhatten, war, dass sie die Geschäftsordnung ändern, bevor ein Landtagspräsident oder eine Landtagspräsidentin gewählt werden könne. Denn das Vorschlagsrecht für den Landtagspräsidenten, das obliegt der stärksten Fraktion. Und das ist in Thüringen die AfD. Und genau das wollte die CDU und das BSW verhindern. Und jetzt hier mal ganz was anderes, also das erste Mal in meiner gesamten YouTube-Karriere jetzt hier mal einen Einschub, der überhaupt nichts mit diesem Video zu tun hat, aber weil mir das Thema sehr, sehr wichtig ist, mache ich es jetzt hier in der Mitte des Videos. Also, ich war gestern auf Twitch und hatte dort die besagten 1400 Zuschauer und kurz bevor der Stream so richtig zu Ende war, brach die Verbindung ab. Erstmal war ungläubiges Staunen dabei. Ja, und dann, wie ihr hier seht, bekam ich auch eine E-Mail, dass mein Twitch-Account nun für 14 Tage gesperrt sei, wegen, ja, Hass. Oh, wirklich, also, ne, ich werde wegen Hass gesperrt. Ganz genau, um es mal auf den Punkt zu bringen, war der ausschlaggebende Punkt, den Twitch hier als Argument anführt, dass eine sogenannte Stolzmonatflagge gepostet worden ist. Diese Stolzmonatflagge, die habe ich selber auf dem Twitch-Account hochgeladen. Twitch hat diese Stolzmonatflagge zwei Tage überprüft und dann freigeschaltet. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt eine Nacht drüber geschlafen und mir überlegt, ach, wisst ihr was? Nicht mit mir. Das heißt, ich habe mir anwaltliche Hilfe gesucht und werde nun auch rechtlich gegen Twitch vorgehen. Also von daher halte ich euch in diesem Sinne auch auf dem Laufenden. Und noch einmal ein Hinweis an die 5 Gewinner der Tassen.
auf Twitch. Ich komme leider momentan nicht an eure Adressen ran, weil die natürlich bei meinem Twitch-Account hinterlegt sind. Und ihr müsst leider noch ein wenig auf eure Tassen warten, aber ich habe euch wirklich nicht vergessen. So, nun machen wir aber mal im Video weiter. Und die NZZ und der Cicero, wie ihr hier sehen könnt, die berichteten auch über dieses Spektakel, diese Farce, diese Clownshow im Thüringischen Landtag. Allerdings nicht wie unsere Leitmedien hier in Deutschland, die mal wieder der AfD die komplette Schuld irgendwie in die Schuhe schieben wollten. Und diese nahmen dann, also unsere deutschen Leitmedien, die nahmen dann auch folgende Szene wirklich mit Kusshand entgegen und machten daraus ja die Top-News des Tages. Herr Treutler, ich widerspreche vehement gegen Ihre Ausführungen. Ich widerspreche. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag. Ich widerspreche. Sie haben diesen jetzt abzustimmen. Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Herr Treutler, Sie haben jetzt abzustimmen. Ich widerspreche auch diesem Ordnungsruf. Unterbrechen Sie meine Rede nicht. Ich erteile Ihnen einen zweiten Ordnungsruf. Was Sie hier treiben, ist Machtergreifung. Und diese Assoziation der Machtergreifung, dieses Wort, das war ganz bewusst gewählt. Also Herr Bühl, der von Mario Vogt, also dem grinsenden und feixenden Mario Vogt, wenn ihr mal drauf achtet und euch mal die Wiederholung der Aufzeichnung vom Landtag anschaut, der sitzt da und der grinst sich wirklich ein. Naja, auf jeden Fall der Herr Bühl, der vorgeschoben worden ist von Herrn Vogt, der sollte halt den Alterspräsidenten diskreditieren. Der sollte den Alterspräsidenten regelrecht vorführen. Und der Alterspräsident, also Herr Treutler, der nahm das alles mit einer einigermaßen stoischen Gelassenheit hin. So. Aber das Wort Machtergreifung stand natürlich nun im Raum und es dauerte auch keine 30 Sekunden. Ne, da war bei der Bild-Zeitung zum Beispiel schon zu lesen, Nazi-Vergleich, eklar im Thüringischen Landtag, es war auf der Welt, bei der Welt zu lesen, es war beim Fokus zu lesen. Also unsere deutschen Leitmedien haben das wirklich wie ein gefundenes Fressen aufgenommen. Nachdem sich nun aber auch der Staub und die ganze Aufregung ein bisschen gelegt hat und es so 24 Stunden jetzt ins Land vergangen sind, so langsam dämmert es den Medien auch, also unseren Leitmedien, dass das, was da gestern passiert ist, nicht die Schuld der AfD gewesen ist. Also das sieht man nicht nur in den Kommentaren unter den entsprechenden Artikeln, sofern diese Kommentarfunktion dann auch freigegeben ist, sondern dass es wirklich eine Farce gewesen ist, die wir dort gesehen haben. Und das ist auch mein Fazit dieses Videos. Es war eine Farce und es war der Demokratie hier in Deutschland, egal in welchem der 16 Länderparlamente oder im Bundestag oder sonst irgendwie, es war unwürdig, es war ein unwürdiges Schauspiel, was die CDU und das BSW sich dort geleistet haben. Ich bin zwar zu jung dafür, aber ich kenne Reden von einem Wehner oder einem Strauß, die kenne ich auch noch auf Videos. Und wenn man so streitet, dann ist das völlig in Ordnung. Da darf es auch gerne härter im Parlament zugehen. Das ist überhaupt nicht das Problem, wenn man um die Sache streitet. Aber das, was da gestern gelaufen ist, das war nicht um die Sache streiten. Das war einfach, seht her, wir führen euch nicht nur vor, auch wenn ihr die stärkste Fraktion seid, sondern wir zeigen euch, dass wir, also sprich CDU und BSW, noch immer das Sagen hier im Landtag haben. Und die Quintessenz der ganzen Geschichte ist, nicht nur, dass es eine wirkliche Beschädigung der Demokratie hier in Deutschland gewesen ist, sondern damit zeigen CDU und BSW, allerdings auch die SPD, die zum Beispiel auch sagte, dass Gesetze, also sprich auch jetzt hier für die Konstitution des Thüringischen Landtags ja mehr Hinweise sein sollen als alles andere. Und das haben die wirklich so gesagt, dass sie wirklich auf eins überhaupt gar keine Rücksicht mehr nehmen, nachdem eine Wahl gelaufen ist. Und das ist der Wählerwille. Und damit danke ich euch wieder recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen noch einen wirklich, wirklich tollen Tag. Und ich bin im Übrigen der Meinung, dass eine Regierung, die 68,8 Milliarden Euro in über 8000 Projekten in 110 Ländern dieser Erde und 48,2 Milliarden Euro auf Grundlage der illegalen Migration hier in Deutschland ausgibt, aber uns allen sagt, dass wir nun alle den Gürtel enger schnallen und mehr Steuern zahlen sollen, einfach abgewählt gehört.